Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu CS2D. Oh, Silencer. Hoho. Tactical Shield, oh mein Gott, geil. Wie früher. In 7 Tagen kommt dieses Spiel raus, also dann ist es offiziell auf Steam erhältlich. Ich spiele jetzt hier gerade nur Gun Game, glaube ich. Und es ist, wie ihr sehen könnt, eigentlich sollte es das sein. Doch, es ist das. Ja, es ist das. Das ist eins. Was sind sie denn, die Schweine? Haben sie sich versteckt? Die Bangert. Da. Oh, fuck. Oh, shit. Und da kommt jemand. Alter, er hat eine AWP. Tja, easy, Mann. Map Change, was? Da mache ich einen Kill, dann hat die Map gechanged, hallo? Geil, das Zeug liegt hier einfach schon rum. Oh mein Gott, was habe ich denn hier für eine Wumme? Keine Ahnung, was das hier ist. Es fühlt sich voll wahnsinnig an. Oh, shit. Also, es gibt hier die ganz normalen Counter-Strike-Maps. So ist es nicht. Oh, fuck. Ja, aber ich bin ja gerade auf irgendeinem wahnsinnigen Server gelandet, was einfach abgeht. Kann ich jetzt da bitte einen gescheiten Server haben, hallo? Es gibt bereits jetzt den Zombie-Modus, obwohl es auch gar nicht offiziell da ist. What the fuck? Hier haben wir gerade einen Nuke am Start, aber der Server ist, glaube ich, so gut wie leer. Baba. Das Menü erinnert an das Menü von 1.6 und so aus. Sanas. Nostalgie hoch 10. Und jetzt spiele ich halt so eine Zombie-Geschichte. Was soll der Geist? Also das Spiel ist eigentlich so, wenn ihr auf den normalen Matchmaking-Server praktisch spielt, ist es so, dass wenn ihr, so wie bei einem normalen Counter-Strike auch, wenn ihr hier steht, könnt ihr hier unten niemanden sehen. Nur wenn ihr guckt. Oh Gott, kommen die da? What the fuck? Das ist das eins hier. Oh shit, sie kommen rein! Boys! We need to focus. Oh, wie sie da rumschießen, Mann, das ist nice. Oh fuck, da ist einer! Habe ich keine anderen Waffen dabei? Nee. Oh fuck, komm da, Bo. Oh shit. Geht weg, geht weg. Oh Gott, wenn... Ja, okay. Ich brauche eine andere Wumme, Leute. Man kann nur Pistols haben. Jetzt habe ich eine Glock genommen. Ich glaube, hier unten geht's ab. Kann das sein? Hallo? Oh shit, oh shit, oh shit. Guck mal, da, da. Jungs, da ist der Kollege, okay. Ach du Kacke. Wenn ich jetzt von hinten komme, bin ich gelivet. Shit. Versteckt euch, versteckt euch. Ja, 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 ja. Das erinnert mich auch so ein bisschen an dieses Taktik-Counter-Strike. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber da konnte man ein Team aufbauen, Taktiken aufstellen und du warst praktisch nur der Trainer von einem Team und die Spiele sind praktisch auch von alleine abgelaufen. Du hast dir von oben betrachtet und geguckt, ob die Bots eben oder wie die Bots seine Taktiken anwenden. Ich bin hier nicht. Nee. Ja, schlagt euch doch gegenseitig tot. Oh fuck. Now I'm D. Now I'm D. I'm gonna be the first winner. Ja! Natürlich ist es jetzt gerade ein bisschen schwer, ein vernünftiges Spiel zu finden, oh fuck. Weil ja eben noch nicht so viele Leute da sind oder spielen können. Es ist ja erst in 7 Tagen da. Aber wenn dann das Spiel für die Masse verfügbar ist, denke ich, dass man dann doch recht schnell und zufriedenstellend Spiele findet. Ich gehe jetzt noch einmal raus und versuche über Quickplay was zu finden. Als wir vorhin gespielt haben, war ich auf einem ganz normalen DAS2-Server. Ohne irgendeinen Scheiß. Ah, ich glaube, hier haben wir was. Ich nehme natürlich Phoenix. Usual Heroes, what the fuck? Okay, das ist so ein RPG-Server, so wie man es früher auch hatte. Das war schon echt eine geile Sache. Das war eine richtig geile Sache. Aber ich will doch jetzt einfach nur schnell normal spielen. Hallo, solche Sachen sind schon cool. Mit Aufleveln und dann Charakter hier weiter voranbringen. Das habe ich früher saugern gespielt. Aber ich will doch jetzt zum Zeigen eine ganz normale Runde Kartenstrecken spielen. Da sind sie. Na Allah, ja! Leute, wir müssen durch, wir müssen durch. Die können uns hier nicht einfach so umpimmeln die ganze Zeit. Mach ich dir easy. Oh, 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 oh! Wie, ich habe keinen Kill bekommen. Der mir den gerade eben geklaut oder was hier, Bangert? What the fuck? Wir haben eine Portal Gun. Wollt ihr mich verarschen? Warum spielt auf den normalen Sachen keiner? Verdammte Kacke. Murder's Night. Bestimmt, ja, wie die Murder-Server auf, oder bei Gmod. Dann spiele ich halt noch kurz hier, ist mir egal. Aim-Map, Alter. Huh. Da wird richtig was weggeaimt. Das sage ich dem gut. Warte, muss das reloaden. Ja! Kill, aber easy! So, nachladen, nachladen. Oh, dran, du schmeckst! Ich versuche es. Fuck. Nein, 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 nein. Oh, shit! Too much. Ich habe wieder dieses Lasergewehr. Damit macht man irgendwie One-Shot-Kills. Achtung! Bah, er will mich schleifen! Komm her. Zack! Ja, weggeone-Shotted, Alter! Woo! Oh, shit, daneben. Da wieder das grüne Penisgewehr hier. Jawohl! Noch ein weggenanzt. Okay, Laser ist am Start. Achtung! Zack! Oh, jawohl! Ha, ha, ha! Oh, ho! Hui, ich mach jetzt Pistolrunde, geh weg! Oh, 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 ein fettes M. Oh, schon down. Es ist minimal unübersichtlich hier. Da ist die grüne Waffe wieder, zack, weg. Die grüne ist schon wirklich unnormal krass. Bam! Huh! Bam! Ultra am Schnitzeln. Ja! Um die Ecke gepimmelt, so sieht's nämlich aus. Oh, shi! Oh. Hey, wie, ich bin gestorben. Naja, naja, komm. Soweit, so gut zu CS2D. Auf Steam könnt ihr nachschauen, da steht, glaube ich, der Countdown, wann es
da ist, dann kann man ja sicherlich auch vernünftig spielen. Dann muss man nicht auf diesen 10 verfügbaren Servern spielen, wo die Hälfte Zombie ist. Zombie ist ganz lustig, ja, versteck mich nicht falsch, aber halt nicht gescheit, ne? Da sieht man es, 71 Server, 41 Player, 126 Bots, ich verstehe schon. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.